Ja, hallo zusammen. Heute darf ich für die Hauptzeitung Loh und Lödig interviewen. Es freut mich extrem, euch hier zu treffen. Ich habe mich natürlich auf euch vorbereitet, aber vielmehr habe ich mich natürlich gefreut, dass ihr ein Album habt. Rausgebracht, ein neues Mercato. Und da bin ich auch schon die Songs intensiv studieren. Und mir hat der Song Taxi Taxi natürlich extrem gefallen, das darf ich so sagen. Ich musste ihn mehrmals hören, weil ich mir versucht drin zu denken, was er alles aussagen soll. Und ich versuche jetzt einfach mal zu sagen, was der mir sagt. Ah ja, unbedingt. Weil mir gefällt das Künstlerische immer so. Und Taxi Taxi würde ich jetzt drin interpretieren, es ist der Wunsch nach Veränderung, aber irgendwie habe ich kein Ziel gesehen. Also es ist doch so der Wunsch nach Veränderung, ohne zu wissen, ein woher. Das ist so ein Aufbruch. Genau. Schön. Was mich sehr fasziniert hat, natürlich auch, ist dann, gleich hat es irgendwie etwas so Hoffnungsvolles drin, was darauf entstehen in diesem Aufbruch. Und was mir sehr aufgefallen ist natürlich gerade, ist die Frage drin, ihr wisst es auch schon, wer ist Jesus? Genau. Und ja, da würde ich euch als Künstler fragen, was sind die Gedanken von diesem Song? Weißt du, was sie geschrieben haben? Yes. Ist das so der Wunsch von der Pandemie her nach Veränderung? Oder? Ja, ich glaube, es ist sehr. Ich würde sagen, so das Gefühl, das du beschreibst, ist relativ treffend eigentlich für die Vision von diesem Song, irgendwie, wo wir hatten, dass es um einen Aufbruch geht und um eine Veränderung, die weniger eine Frage vom Standort ist, ja. Obwohl wir als Vehikel jetzt ein Taxi gewählt haben, sondern mehr eine Frage vom Standpunkt, ja. Also eigentlich eine Frage von Haltung. Das hat auch der Endo immer wieder schön gesagt. Ja. Wo in diesem Song zitiert wird, einer der grössten Schweizer Berner Mundarttexter. Ja. Und zur Frage, wer ist Jesus? Ich glaube, dort geht es eigentlich darum, zu fragen, wer empathisch ist. Wer empathisch ist und wer hilft. Und das ist glaube dort dann, der Gegensatz zwischen einer Idee, ja. Und eine konkrete Handlung, wie eben den Leuten von Pinto, zum Beispiel. Ja. Also sehr schön. Du hast da oder die beide geschrieben? Also es ist ja ein Mix, oder? So ein bisschen. Es ist immer sehr ein Ping-Pong. Ja. Man kann konkrete Ziele aufbröseln, aber wir haben gemerkt, dass wir häufig sogar falsch liegen. Ah ja. Meine, ja, das ist mehr. Und dann denkt man, ich habe es aufgenommen, was vom anderen ist. Ja. Das ist sehr spannend. Aber ja, es ist dann überhaupt nicht so, dass man sich dann nur mit seinen Zielen, die man singt, irgendwie identifiziert oder mit seinen Strophen, sondern es ist einfach ein Produkt aus Gespräch. Und das ist dann so wie. Ja, kann ich es dann. Ich glaube, man behaltet es darum auch nicht so in Erinnerung. Ja. Wo es jetzt mal gegründet ist. So. Und wir wissen auch nicht so genau, was es hergeht, weil jeder, wie so ich selber, so seine eigenen Gefühle interpretiert. Das ist schon mega wichtig. Ja, ich glaube, eigentlich ist ein Lied oder ein Buch, eigentlich jede Form von Kultur erst dann vollständig, wenn sie rezipiert wird. Also immer wenn du etwas lesest, tust du etwas dazu. Also es ist wie nicht das gleiche Buch, wenn du es nicht lesest. So. Nicht das gleiche Lied, wenn du es nicht hörst. Ja, absolut. Und darum gibt es auch nicht eine eindeutige Deutung. Also es war jetzt sehr spannend zu hören, was bei dir ist passiert. Manchmal hört man Interpretationen, die weiter weg sind als unser Dunstkreis, wo wir uns bewegt, aber sie sind nicht minder richtig. Sie sind einfach aus einer anderen Perspektive und ich finde auch das kann man wirklich auf alle Formate übertragen. Absolut, ja.
Wir bleiben noch bei den Songs, ja, wenn ich darf. Sehr gerne, sehr gerne. Und zwar Zwischenzeit. Ja. Das ist noch einer, den mir sofort so in meine Gehörgänge eingenistet hat. Und dort finde ich so schön, dass das beschreibt er selber als das Melancholische dran. Und für mich ist dieser Song steht so nach Wunsch, nach Liebe und Geborgenheit. Ja, es hat natürlich viel drin, so Nähe. Aber es ist weniger so ein Wunsch, also so Sehnsuchtswunsch für mich, sondern ja, eher so ein Beobachten. Ja. Und nicht so ein Hungern nach etwas, es könnte doch so nahe sein, sondern ich mal merken, wenn es richtig nahe ist und häufig vielleicht auch unreflektiert. Ja. Mhm. So. Mhm. Ich glaube, es ist, genau, ich glaube, es ist nicht eine Sehnsucht. Ich glaube, ja, ich würde das auch so sagen. Gleich mit Taxi, oder? Wo, ja, genau, wo man schon zu weit sieht und dann ist man gleich da. Ja. Sondern die Liebe ist da und man schaut dann die Fragilität an und, ja, und die Tiefe davon. Ja. Okay. Und das kann sich eben auch in ganz Alltagsszenerien festmachen, oder? Wenn es, solange es eine Sehnsucht ist, tut man es häufig ein bisschen emporheben zu einer Trophäe, aber eigentlich ist es vielleicht ein Moment in der S-Bahn. Ja, genau, richtig, ja. Und Melodie, der Song, so, noch vielleicht zum Abschluss. Mhm. Der besingt ja so ein bisschen Zukunft oder eine Vorstellung oder eine Illusion von Zukunft. Illusion klingt immer illusorisch im Sinne von, dass es ja nicht möglich ist. Genau. Und utopisch hat auch immer der Anstrich, als wäre es nicht möglich. Ja. Aber es hat sehr viel Utopien gebraucht, für das wir sind, wo wir sind. Und es braucht noch viel, viel mehr für die Zukunft. Ja. Von dem her würde ich sagen, es ist eine machbare Zukunft. Ach, so eine hoffnungsvolle Zukunft, kann man sagen. Ja. Ganz sicher. Die meisten Zukunftsszenarien, die man zeichnet, sind häufig auf Netflix dystopisch. Das sind eigentlich nicht die, die wir brauchen. Ja. Ich glaube, man muss sich an Utopien orientieren, für dass es nur annähernd in die Richtung geht. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen das Schild beim Autofahren, das man nicht so anschauen soll, sonst fährt man eh drin. Ja, genau. Das sehe ich genau. So. Mir ist aufgefallen, als ich euch. Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt noch nie in einem Konzert gewesen, wir vor dem 6. August. Aufgefallen, so, als ich jetzt Gesichter und Geschichten auf SRF geschaut oder den Rekopark geschaut. Mhm. Finde ich, die sind so sympathisch, sehr auf den Boden geblieben. Über. Hat aber echt den erfolgreichsten Schweizer Single geschrieben und rausgebracht. Und seitdem läuft es ja bei euch wie verrückt. Die Pandemie kam. Wie habt ihr das erlebt, weißt, der Einbruch von Auftritten und so? War das mega schwer gewesen? Hat das so Angst gemacht? Oder? Es waren jetzt viele Punkte. Ich würde jetzt zuerst mal relativieren, wie gross das ist. Das ist immer noch der deutsch-schweizer Markt. Wir sind sehr privilegiert und es hat wirklich sehr funktioniert. Ich will es auch nicht klein reden, aber es ist immer noch in einem Rahmen, wo alles andere als bodenständig einfach sehr lächerlich wäre. Also, wir sind ständig auf dem Boden, wie alle anderen auch. Und ja, das zeichnet sich eben auch in der Pandemie ab. Das war sicher eine schwierige Zeit, aber das war für alle. Ja. Da gibt es verschiedene Branchen, die sehr gelitten. Und jetzt innerhalb von unserer Branche sind wir zwei Einzelpersonen sicher nicht die, die man jetzt am Abend muss Angst haben muss, sondern die haben viel, sehr, viel schwierigere Situationen gehabt. Alle Technikerinnen dran, mit weiss nicht was für Material, das man amortisieren sollte und einfach alt wird. Wir waren einfach daheim und alt geworden.
Ja. Aber auch fast alle anderen Musikerinnen und Musiker sind, also sind in einer weniger privilegierten Position als wir. Oder? Weil wir es kann fast niemand in der Schweiz von Musik leben. Ja. Und wir können das seit ein paar Jahren. Und schon allein das ist mega außergewöhnlich. So. Mhm. Absolut. Aber auch der Druck steigt ja da extrem. Wie geht es mit dem Erfolgsdruck um? Jetzt mit Mercato vielleicht, dass man wie jetzt die Erwartung hat von den Leuten, jetzt liefern sie wieder einen neuen Hit. Ja, wenn man den Erwartungen hinten nachher hat, kommt es nie gut. Ja. Der Mercato ist aber überall und immer präsent. Nicht nur in Musik. Genau. Ja. Und von dem her ist der Druck auch nicht nur in der Musik. Ja. Aber man muss sich so gut wie möglich loslösen von Erwartungen von außen und interne Herausforderungen oder Ziele setzen. So. Ja. Ja. Und vielleicht auch unterscheiden zwischen den Erwartungen, die von außen einem hergetragen werden und denen, die man selber hat. Also wo dann und dort immer versuchen, das zu differenzieren. Dass zum Beispiel eben eine Frage, wie du sie gestellt hast, sehr oft kommt. Ja, genau. Und dass aber eigentlich, wenn wir darüber reden, es gar nicht unser Ziel ist, einen Song zu haben, der unbedingt mega muss explodieren muss. Mhm. Jetzt in Reichweite und Plays und Streams und Einnahmen und was auch immer. Ja. Sondern wir wollen einfach, dass der Song perfekt ist. So, das ist dem vorgelagert. Und gleichzeitig kann man sich nicht ganz loslösen auch vom reinen Erlebnis, mal so einen mal so Songs zu haben, wo so weite Wege sind gegangen. So. Das heisst, wenn ich darf zurückfragen, ein Song, der perfekt ist? Ja, er ist nie perfekt. Ich glaube, man den Moment, wo man nicht wüsste, was man anders oder neu machen würde oder besser, das ist der Moment, wo man aufhört. Musik machen. Ja. So ist jetzt sehr plakativ gesagt. Hey, aber es geht in die Richtung, oder? Ja. Dass man immer wieder etwas Neues möchte machen. Ja. Es geht für das geht nicht einfach um einen Erfolg zu feiern oder zu haben, sondern um gute Kunst zu machen. Die darf auf Freude stoßen. Es muss nicht immer Freude sein, es kann auch eine gute Kunst auch hässig machen. Es gibt genug Gründe in der Welt, wo es jeden Tag hässig sein kann. Da muss man sich auch ein bisschen Sorge haben. Aber, und nicht einfach nur in alle Abgründe konstant hineinschauen. Man muss zu sich selber schauen. Darum, da kann Musik auch sehr helfen. Aber ich glaube, es kann eben auch schwierige Themen vermitteln und mobilisieren. Genau. So, es geht in sehr viele verschiedene Richtungen, aber Freude gehört da definitiv dazu. Ja, genau. Also Berührungsängste habt ihr, glaube ich, nicht eure Kunst drin, so wie das... Was wäre Berührungsängste? Irgendwie mit vielleicht Themen anzugehen oder so. Ich spreche jetzt mal den Kurt Marti an. Das ist ein Song, der mich sofort natürlich angesprochen. Mhm. Und dort ist mir natürlich aufgefallen, halt, dass der eigentlich sehr schwierige Themen aufnehmen, gerade der Tod. Oder eben auch das Thema Hoffnung, das ja dann vorkommt, wo ja extrem schwere Themen sind. Also jetzt gerade der Umgang mit Tod, wo wir eigentlich als Gesellschaft ja möglich verdrängen und ausklammern. Mhm. Und wir können irgendwie das ja, also der Herr Marti hat ja das gemacht, jetzt in dem Beispiel, wo du sagst, wir haben ja da gar nicht textlich nicht mehr so viel müssen machen, wir haben nur noch arrangiert. Ja, wir haben ihn ausgewählt, es hat sicher eine leichtere Gedicht gegeben von ihm. Ja. Und ich finde, er ist eigentlich ein schönes Beispiel, oder? Er war ein sehr politischer Pfarrer, ein sehr kritischer Pfarrer, der seinen Resonanzraum hat genutzt für viele Themen, die aus gewissen Kreisen immer wieder vor den Kopf gestossen und gesagt, gehört das jetzt zur Aufgabe von einem Pfarrer? Und das kann man eigentlich recht analog übertragen. Es gibt immer wieder Mails, wo Leute sagen, bleibt einfach bei Musik, tut ein bisschen singen. Okay. Und das ist ein spannendes Verständnis von Musik. Ja. Man kann sich immer fragen, wie man den Resonanzraum nützt. Und ich finde, er hat ihn sehr wertvoll genutzt, so wie ich. Ja. Ja, also sicher ein Vorbild, inhaltlich. Okay.
Aber ist das jetzt auch etwas, das euch selber auch beschäftigt hat, dass wir so schwere Themen, die jetzt eben der Tod, die uns auch weiter würden bringen, eben ausklammern? Ja, das ist sehr etwas Irritierendes. Ja. Und es wäre, glaube ich, wichtig, dass man da mehr in die Mitte wiederholt. Wie man es Dia de los Muertos macht zum Beispiel. Dass er die Toten den Tisch deckt. Das ist irgendwie eine schöne Tradition. Aber ja, ich meine, es geht ganz grundsätzlich darum, dass man beim Tod eines Familienangehörigen einen Freitag bekommt oder so. Ich glaube, so die gesetzliche Regelung. Also es sind so wirklich ganz banale, bürokratische Absurditäten, die natürlich das so mega stützen, dass man für die Trauer und für den Abschied keine Zeit hat. Ja. Das ist jetzt im privaten Bereich. Ja. Alles kann unterschreiben. Und jetzt, weil wir vorhin darüber geredet haben, wir sind ja sowieso als Schweiz Chefinnen und Chefin im Verdrängen. Ja, ja. Wenn wir vom Tod reden, reden wir jetzt von unserem privaten, familiären Tod. Aber unser Verhalten hier generiert ja wirklich einfach Tod an anderen Orten. Also du kannst, wenn wir sagen, wer ist Jesus, Glencore ist definitiv nie, sondern des Teufels. Und dann kannst du einfach nachschauen, ja okay, hier sind 5'000 Kinder, die sind gestorben in den letzten Jahrzehnten. Wir haben vergiftet das eh. Wir haben das einfach auch verdrängt, obwohl wir die sind, die politisch etwas ändern können. Und darum ist die Verdrängung ist sehr weitgehend. Wenn man das immer präsent hat, würden wir alle drauf gehen. Das meine ich mit der Balance zwischen sich Sorgen und hässig sein. Ja. Also es ist das ein bisschen das außer Acht lassen, dass es uns vielleicht auch ein bisschen auf Kosten von anderen geht. Ja, okay, genau. Ja. Ja. Also in grösstem Mass. Ja. Absolut. Okay, ich werde noch schnell auf das Thema Hoffnung sprechen. Ja, finde ich gut. Super. Ein bisschen mehr. Definitiv. Genau. Lockerung. Und zwar also die tut ja schon, also für meine Interpretation echt Hoffnung vermitteln, einfach von eurer Art, wie ihr seid. Mhm. Aber bei euch kommt bei euch Ausgang, kommt ein Konzert hören, kommt geniessen. Fragt sich eben, was die Songs alles für spezielle Sachen drin haben. Ich meine, 079 hat auch jeder Ausländer gesehen, in der Schweiz. Und habt ihr euch auch den Anspruch, wenn es ein bisschen Hoffnungsträger zu sein? Kunst oder Hey, nein, im Fall das glaube ich nicht, würde ich sagen. Ja. Was wir uns jetzt zum Beispiel vor unserer ersten Konzerttour nach der Pandemie haben überlegt, ist, dass sie, wie du sagst, immer Freude und Freiheit und ein bisschen Ausnahmezustand präsentiert, oder? Das ist immer eben genau wie du sagst, ein Ausgang, Wochenende, Freizeit, Freiheit, Freude, Liebe, alles so Sachen. Und gleichzeitig steht das ja jetzt in einem noch viel krasseren Kontrast als sowieso immer schon, auch direkt hier. Die Pandemie ist noch nicht durch und die zwei Jahre sind jetzt recht heftig gewesen, auch hier. Und gleichzeitig haben wir das erste Mal seit langer Zeit ein Konflikt, der so gross ist wie schon sehr lange nicht mehr. Es gibt verschiedene Konflikte auch in den letzten 25 Jahren, wo man jetzt nicht darüber redet. Aber eine neue Dimension von Konflikt, die einem runterzieht. Und dieser Kontrast ist schon grösser als sonst. Und wir haben uns überlegt, wie wir. Also es ist echt, gibt ein komisches Gefühl, grosse Dissonanz. Und wir haben gefunden, es braucht die eben. Du sagst es immer schöner als ich. Weil nur wenn man zu sich selber schaut, zu seinem eigenen emotionale und energetische Haushalt kann man solidarisch sein. Das klingt schön, jetzt muss man es einfach noch machen. Ja, also es braucht auch Action. Also man muss irgendwie auch einen Preis zahlen. Preis zahlen? Oder es ist Investment tätig. Das sind auch sehr wirtschaftliche Leute. Ja, das ist so ein bisschen wirtschaftlich vor mir. Ja, es zeigt ja eigentlich nur, in welcher Welt wir leben, oder? Sobald wir sogar wenn wir über Empathie reden, kommen wir sofort in so eine ökonomisierte Sprache rein. Es lohnt sich. Das muss man ausgleichen. Das muss man sich leisten. Ja. Es zahlt sich aus. Ja. Ja.
Also ihr werdet dort doch ein bisschen lockerer haben. Nein, das ist schön. Also das ist richtig spannend. Ich finde, ihr habt absolut recht. Also wir schauen immer, sofort geht alles um das Geld, um einen Erfolg, ja. Vielleicht auch Leistungsdruck, natürlich, in unserer Gesellschaft haben. Und dort ein Lockerheit reinzubringen, würde uns glaube ich auch nicht gut tun. Es ist eben nicht Lockerheit. Also ich verstehe das mit der Lockerheit. Es geht ein bisschen das Ausgleichen rein, wo wir jetzt auch davon geredet haben. Und gleichzeitig ist das auch immer hochproblematisch, weil so Lockerheit. Meine Freundin sagt es immer so, ja, und dann, weißt, dann machen sie über Mittag Yoga, einfach damit sie am Nachmittag noch effizienter arbeiten können. Also dass quasi das Self-Care-Ding eigentlich nur dazu dient, dass man wieder noch fitter ist, ja, ja, genau. für einen Profit. Ja, genau. Darum ist es so wie Lockerheit, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es auch nicht so gut. Nein, es ist so locker. Nein. Es ist knurzig. Bestimmt. Ja. Ja, schwierig mit uns. Ey, gar nicht. Also dann seid ihr dort so ein bisschen entspannt unterwegs, wenn ich weiß, wenn ich jetzt entspannt. Ja, weißt du, wenn ich das wüsste ich. Das ist weniger eben. Nein, überhaupt nicht. Finde ich uns nicht so entspannt. Aber also, ich habe uns gern so. Aber entspannt. Geht mir auch so. Ja. Entspannt wäre anders. ja. Nein, es ist einfach nicht. Das ist nicht unser Attribut. Aber vielleicht, das siehst du immer wieder schön, ich glaube, so in der Musik tragen wir beide so ein. Man hat schon so ein Vertrauen drin, so wie, hey. Also, weißt du, wenn man es zu fest durchdenkt, ist so wie, warum steht ihr auf die Bühne? Also, seid ihr sicher? Mhm. Oder? Ja. Und dort haben wir irgendwie. Und das kann man entspannt nennen, so ein Vertrauen, so wie, ja, wir gehen raus, wir haben so viel Liebe für das und irgendwie kommt dann so viel Liebe zurück. Ja. Also es bleibt ein kleines Wunder, aber es passiert und wir haben immer wieder auch. Aber nach diesen zwei Jahren haben wir gedacht, können wir das überhaupt noch selber wieder auf die Bühne stehen? Was ist unsere Rolle? Und sie haben gleich wieder recht blind einfach reingestürzt und haben sehr wertvolle Konzerte schon wieder hinter uns. Ja. Voll. Die wir nicht mehr missen. Von dem her, dort braucht es sicher eine gewisse Entspanntheit, möchte jetzt uns nicht abschreiben, dass wir wieder auf die Bretter stehen. Also, ihr macht eigentlich, was ihr macht. Weil ihr es liebt, was ihr macht. Kunstkraft, also die Songs. Ja, genau. Und dort drin ist immer auch viel. Es ist eben lustig, weil das, was man liebt, ist auch manchmal unglaublich streng und so, bis man zufrieden ist. Also sei es jetzt das Lied fertig geschrieben oder live bis zum Moment. Und ich glaube, wenn es nur ist, es ist einfach der Applaus. Dann wäre es wirklich. Ja. Hat es nicht den Stellenwert bei uns? Es treibt uns um, wir tragen es um. Manchmal. Katapultiert uns in Höhen und Freude, die fast nichts sonst generieren kann. Und manchmal ist es sicher oder einer der schwereren Rucksäcke, die wir tragen und wir auch gerne tragen. Und wir wissen, es kommt wieder so ein Moment. Absolut. Ja. Ja, es ist klar, aber es ist einfach wirklich mit viel Arbeit verbunden. Aber wie jeder Job. Aber jeder Job. Jeder. Und jede draußen. Absolut, ja. Ja, und persönlich, wenn ich fragen darf, weißt du, jetzt auch halt eben nach dieser Pandemie-Zeit, aktuelle Zeit, die wir auch drin sind, die auch schwer ist, mit dem Blick auf die Ukraine. Ja, hey, also, was ist das Thema Hoffnung für euch? Also, weißt du, habt ihr die Hoffnung, dass irgendwie wieder Frieden kommt, dass der. Ja, dass Menschen wieder gerne ein Konzert gehen, wieder rauskommen aus dieser Zeit. Das läuft ja gleichzeitig. Ja, genau. Der Krieg läuft ja neben Konzert. Ja, absolut. Das ist immer die Gleichzeitigkeit des Ungleichen auf dieser Welt. Genau. Und Hoffnung ist mega wichtig, weil wenn man keine Hoffnung hat, hat man es verloren, glaube ich. Ja. Als Gesellschaft und auch individuell. Mhm. Ja. Und sonst. Ja, stimmt schon sehr viel traurig und ratlos. Ja, also jetzt mal da Punkt machen. Ja. Und es schadet, ich glaube, so Zeiten ziehen auch beträchtlichen Schaden mit sich, auch für uns hier. Und ich meine es jetzt nicht ökonomisch, sondern einfach auch ideell. Eben,
wie wieder über Aufrüstung geredet wird, dort ist sicher nicht meine Hoffnung zu verorten. Ja. Also, da können wir uns noch alles kaufen, was es gibt. Ja. Ja. Aber definitiv habe ich persönlich Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich glaube schon, dass es besser geht. Ja, also das, ich glaube, ja, voll. Ich glaub, man weiss, dass es besser kann sein und gehen. Ich würde aber auch, wie du jetzt gesagt hast, so die generelle Entwicklung von den letzten Jahren ist schon nicht, gar nicht geil. Alles andere eigentlich. Komplett in die falsche Richtung. Sich auch ständig aber so Räume verschieben vom Sackbaren. Das ist im Sinn von, auch wenn der Trump jetzt nicht wiedergewählt ist worden, dass es gleich vier Jahre, dass er vier Jahre lang hat normalisiert, dass eine von den mächtigsten Personen von dem Planet so kann sein und das machen, was er gemacht hat. Und jetzt haben wir mit dem Putin einen wunderbar verschissenen Nachfolger. Und der ist schon gleichzeitig. Wo schon, ja. Genau, wo schon vorher ist da war und jetzt wie einfach mehr ins Rampenlicht tritt vor Aufmerksamkeit. Und das ist auch ein Punkt, glaube ich, wo wir hier immer, also das mit der Hoffnung, denke ich manchmal, ja, eh habe ich Hoffnung, ich könnte ja nicht mehr. Und dann denke ich, ja, vielleicht ist es eben auch nicht nur Hoffnung, sondern auch einfach Privileg können. Sehr richtig. Weil wir halt hier sind, das will einfach ignorieren. Ich kann das immer wieder einfach ignorieren, wenn ich will. Weil ich habe grundsätzlich Möglichkeiten dazu, die meisten von diesen Themen zu ignorieren, während dann das ganz viele Leute das nicht haben. So, und darum, das macht natürlich Hoffen einfacher. Ich muss auch weniger darüber nachdenken. Ja. Obwohl es weniger nötig ist. Ja. Ja. Absolut. So. Ja. Wobei ich müsste mir etwas hoffen, zum Anfang zurückkommen zu dieser Strophe, wer ist Jesus? Hast du ja doch gesagt, ja, da ist die Frage hinter drin, wer ist Empathie, also empathisch, wer hilft? Ja. Wer ist der, welcher Jesus für euch persönlich? Auch dort greife ich wieder zurück. Ich habe gestern so einen Social Leader zugelassen von Kolumbien, wo unter schwierigsten Bedingungen gegen so Konzerne kämpft und Lebensgefahr. Dort wird jeden Tag ein Social Leader erschossen in Kolumbien. So Mobilisierung für ein soziales Thema ist sehr viel schwieriger als hier. Und das, also das gibt mir einerseits ist einfach eine Hochachtung vor so Menschen und auch Hoffnung in die Menschheit, dass es so viel möglich ist, obwohl der Hebel viel weniger lang ist als uns. Ja. Und das nimmt dann wiederum mehr in die Pflicht und darum verurte ich, ja, dass sie, wenn man überhaupt vom Konzept Helden sollte reden, sind sie dort für mich zu finden. Ja. Und du, schon noch etwas? Ich finde das super. Ist gut? Ich finde das ein gutes Beispiel. Sehr gut. Was ist für euch der Begriff, was ist Nächstenliebe? Das ist so ein Begriff, der viel in der christlichen Welt geprägt ist. Was bedeutet das? Oder? Nächsten ist immer sehr nah. Und ich fände es super, wenn man merkt, wie die Welt nah ist. Also wir sind alle auf der gleichen Kugel. Und dass wir das Nächste nicht zu nah zum Nachbarn denken, sondern merken, dass wir alle Nachbarn sind. So. Ja. Aber ich verorte es schon so in der Ebene, in einer Empathie und anderen Menschen. Ja. Ja, würde ich sagen. Ja. Also wenn ich noch schnell auf die Frage vorher komme, wer ist Jesus? Dann würdest du das lieber eigentlich auf jemanden sehen. Also nicht Jesus ist vielleicht ein Held, sondern ein Held sind halt die, die wirklich tagtäglich kämpfen bis zum letzten Hemd. So was für das Gute ist. Ja, was ist jetzt der Unterschied für dich? Also ich weiß nicht, was du möchtest fragen. Weißt du, dass so. Also ist es so ein bisschen interpretiert, dass das bei Jesus vielleicht ein bisschen ausweicht auf etwas. Und, also nicht im Negativ, aber weißt, er versucht
ja, zu Jesus. Oder? Ja, das gefunden. Voll, ja. Ja, aber, ja, wir haben, also, wir haben, ich bin nicht religiös erzogen worden. Ich bin nie in die Kirche. Ich glaube nicht an Gott. Ja. Ich, beziehungsweise glaube ich, dass Gott und Religion ein System ist, wo... Oh, oder nein, ich möchte auch hier den Endo Anaconda zitieren. Ich bin wenn schon meine 8 Milliarden Gott. 8 Milliarden? Gott existiert ja nur, weil wir daran glauben. Ja. Wir glauben an viele Götter. Geld ist ja auch so etwas. Und wenn wir nicht würden daran glauben, dann würde es plötzlich nicht mehr funktionieren. Ja. Und wir brauchen offensichtlich irgendwelche Glaubenssysteme. Für mir sagt jetzt, wir sagen jetzt einfach das nicht. Ja. Oder sehr wenig. Aber natürlich bin ich als Mensch, der sich interessiert für Sachen, auch sehr interessiert an Religion und an dieser Idee. Ja. Und darum ist für mich eher Jesus ein Ausweichen, als dass wir Jesus ausweichen. Ja. Weil das verortet es neu her, wo man. Ich weiß es doch nicht. Ich sehe es nicht. Ja, genau. Ich kann aber sagen, genau. Das Social Leader in Kolumbien. Genau. Ja, schau da. Alle, die etwas. Dort siehst du, der End 8 Milliarden ist bei ihm sehr ersichtbar. Genau. Ja, das ist bei jedem. Und jeder hat. Irgendwo hat man das in sich. Ja, okay. Yes. Also, ich wollte mit sagen, eben Held. Held ist eh ganz schwierig. Ja, absolut. Helden müssen so meistens sterben und das ist ja auch ein Problem. Genau. Ja, und Heldinnen. Ja. Hätte ja Jesus in dem Fall auch müssen. Genau. Genau. Schon blöd. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir sind nicht weit. Ja, wüsstest du nicht. Genau. Super. Auf die Zukunft von Lohnlödig noch sprechen zu kommen. Also, Sie sagen ja auch bei der Schweizer Markt, dass es 079, ich will nicht kleinreden. Also für die Schweiz war es riesig, der Erfolg. Aber gleich ist es ja eine Nische. Also ja. Planet ihr in Zukunft auch international Markt statt? Also gibt es die englischen Song von Lohnlödig? Oder? Also Wachstum ist glaube ich nicht das, was uns in dieser bei solchen Ideen sollte antreiben, weil das jetzt meine Prognose ist, sieht schlecht aus. Aber wenn es mal für ein Lied mega passt, in einer anderen Sprache oder so, das ist nicht etwas, was wir kategorisch ausschließen würden, sondern es wäre einfach mega schön. Unsere Sprachkenntnisse sind einfach sehr begrenzt. Es ist viel, wo man sich ja sagt, ja, ich habe mich so entschieden, ist mehr einfach, weil man nicht anders kann. Ja. Aber an dem kann ich auch arbeiten. Wir können ja einfach noch ein bisschen besser werden in gewissen Sprachen und sehr gerne mal so etwas so singen. Aber nicht jetzt aus einem Expansionsgedanken heraus, weil auch das fände ich vermessen. Ja. Ja. Das wäre es. Sehr, sehr spannend. Ja. Hey, merci viel, viel mal für das. Sehr spannende Gespräche. Danke dir, ja. Schön zu sehen. Offenheit hier. Klar. Ja, da dürfen wir über so Themen zu reden mit euch. Die Hoffnung und auch Glauben. Wo man sich ja auch immer auch ein bisschen weit altert. Ja, wenn man auch nicht immer einfach nur angenehm fällt. Ja, das ist jetzt für mich nicht so ein. Aber ich weiss, dass es für viele Leute so aus dem Fenster lehnen ist, wenn sie da müssen, wie die Gretchen fragen. Ja. Hey, danke vielmals für das Gespräch. Das war es für die Hauptzeitung mit Loh und Lödig.